Hier ist das erste deutsche YouTube mit der Tagesschau. Ich begrüße Sie. Schönen guten Tag. Fett, fetter Kalmund. Seit dem Ausbruch der aktuellen Pandemie klagen immer mehr Leute auf der ganzen Welt über extreme Gewichtszunahme. Zu viel Fastfood, zu viel Netflix, zu viel Chill, heißt es da in den ganzen öffentlichen Medien. Abhilfe soll nun ein Produkt aus dem Hause Nintendo aus Japan verschaffen. Ähnlich dem Vorgängermodell. V-Feed verspricht auch das neue Produkt Besserungen, Änderungen, Revolutionen im Bereich der heimatlichen Fitness. Heimatliche Fitness ist hier doppeldeutig zu sehen. Es geht um folgendes Produkt. Wir haben es hier. Auch hier ein ähnlicher Name, der Programm ist Ring Fit Adventure, heißt es da, aus Japan und verspricht die Revolution in der heimatlichen Fitness. Heimatliche Fitness ist hier doppeldeutig zu sehen. Ja, Nintendo, ein scheinbar großer Marktführer im Bereich der Videospiele, verspricht Bewegung, Fitness, körperliche Befriedigung zusammen mit einem sehr, sehr wunderbaren, farbenfrohen Videospiel. Was wir davon halten sollen, ich weiß es nicht. Lange Zeit nicht zu haben, kam es auf den Markt, war dann sehr schnell vergriffen und zu horrenden Preisen aus Privatkäufen zurückzuerwerben. Jetzt ist es wieder im Handel für erschwingliche 70 Euro. Erschwinglich ist hier doppeldeutig zu sehen und wir wissen natürlich überhaupt nicht, was dieses Produkt so mit sich bringt. Die Körper der Deutschen, der westlichen Welt, der ganzen Welt befinden sich ähnlich wie bei mir in desolatem Zustand. Wir brauchen Hilfe. Ob diese Hilfe in Form dieser kleinen quadratischen Verpackung kommt mit dem Namen Ring Fit Adventure, das weiß man nicht. Wir schauen, ob es uns körperliche und seelische Befriedigung gibt. Befriedigung ist hier doppeldeutig zu sehen. Unser Außenkorrespondent hat sich dieses Produkt für Sie genauer angeschaut. Da steht überhaupt nichts drauf. Ja, vielen Dank an Studio und damit herzlich willkommen an meinem gewohnt gemütlichen Auspacktisch mit Ring Fit Adventure. Ja, kein ganz so neues Spiel tatsächlich, was ich euch hier in Form eines Packdat-aus-Unboxings auf meinem Kanal zeige. Aber tatsächlich, wie ihr vorher schon gehört habt, dieses Spiel hat eine sehr interessante Historie, was den Verkauf angeht. Das Ding kam raus und wurde dann so ein bisschen in die Ecke Wii Fit abgedriftet, so nach dem Motto, ja, alles ganz nett, wenn man sich ein bisschen betätigen will, aber ansonsten, who cares? Dann stellte sich aber raus, hey, da ist eigentlich doch ein ganz geiles Spiel dabei. Das Teil ist tatsächlich auch entwickelt worden mit Fitness-Coaches zusammen. Also das Teil ist auch dann tatsächlich effektiv, hat funktioniert, beziehungsweise funktionierte. Und zusätzlich kam dann tatsächlich noch die Pandemie hinzu, wo sich Leute wirklich körperlich betätigen wollten, aber nicht wirklich raus konnten. Und das hat alles dazu geführt, dass dieses Teil ruckzuck vergriffen war, war dann zu horrenden Preisen irgendwie im Internet zu kaufen. Und jetzt, vor kurzem, hat Nintendo nachgeliefert und man bekommt es wieder zum üblichen Marktpreis, ich glaube so zwischen ja 70, 80 Euro sollte man das eigentlich ganz realistisch bekommen. Ring Fit Adventure. Wir schauen uns das Frontcover an. Hier ist der sogenannte Ring zum Ring Fit Adventure, euer Haupt Fitness-Tool, mit dem ihr euch bewegt. Das ist aus einem harten Kunststoff, habe ich mir sagen lassen. Gucken wir uns gleich nochmal an. Der für die unterschiedlichen Übungen sorgt. Das ist euer Hauptcharakter. Der kann, glaube ich, sowohl männlich als auch weiblich sein. Euer Bösewicht für den Verlauf des Abenteuers. Und hier unten die ganzen Monster, die ihr bekämpft, die alle so ein bisschen aussehen wie Hanteln oder andere Fitnessgeräte. Finde ich ganz knuffig eigentlich. Das, was dieses Spiel tatsächlich so hat rausstechen lassen, ist, man braucht eben nicht viel Gerätschaft. Ihr seht, die Box ist relativ klein, mit 70 Euro auch tatsächlich zu bezahlen.
bezahlen, weil es ist Spiel plus, plus Gerät. Das ist also tatsächlich der Preis völlig in Ordnung. Ja, das ist sehr, sehr cool tatsächlich. Ich bin da echt gespannt drauf, das ganze Ding auszupacken. Wir gucken uns die Rückseite nochmal an. Hier seht ihr auch tatsächlich, was drin ist. Das heißt, ihr habt einmal den Ring, wo ein Joy-Con drin ist, ein Band, wo der zweite Joy-Con reinkommt, das kommt um euer Bein und damit misst die ganze Konsole eure Bewegungen, relativ akkurat sogar, habe ich mir sagen lassen, und das Spiel. Einige Spielszenen gibt es dabei und das ist eben das Geniale, was das Ganze von Wii Fit beispielsweise abheben soll, nämlich, dass da auch noch ein echtes, ernstzunehmendes, gutes Spiel dabei ist. Das Ganze ist in RPG-Style verbaut. Also ihr bewegt euch durch Welten, bekämpft Monster, sammelt Experience und am Ende gibt es eben den großen bösen Boss-Gegner, den ihr zu besiegen habt. Wir packen es aus, denn auch dafür wird langsam Zeit. Interessant fand ich, da wo ich die Schachteln gekauft habe, waren die alle unverschweißt. Also selbst hier war auch kein Tesa oder sowas dran. Ist ganz interessant. Also eine sehr offene Verpackung. Das sieht doch schon mal ganz hübsch aus. Ist ein Papp-Inlay drin und in diesem Inlay ist das Spiel. Das gucken wir uns natürlich zuerst an. Ich hoffe, dass das jetzt einfacher aufgeht. Irgendwie. Boah, das ist hier wie im Safe, ey. So, mit ein bisschen YouTube-Magic ist das Spiel dann auch tatsächlich auf, denn ihr braucht offenbar schon Fitness-Vorerfahrung, um euch in diese Burg einer Verpackung einfinden zu können. Ja, da ist es, Ring Fit Adventure, sehr einfaches, aber sehr cooles Cover. Hier unten ein paar Gegner, hier euer Steroiden-Kollege, der sich gegen euch stellt und der weibliche Protagonist mit dem magischen Ring. Das ist ganz hübsch. Hier steht es nochmal drauf. Ring Fit Adventure. Hinten nichts. Ich finde, das muss auch nicht unbedingt. Ich finde, das Cover ist in Ordnung. Hier ist jetzt nichts drauf. Man hätte hier jetzt auch nochmal einen Gegner oder sowas abbilden können. Ein bisschen verschenkter Platz. Aber na ja. So, von innen nichts zu erwarten. Ich bin nicht enttäuscht, weil ich erwarte hier tatsächlich auch nichts. Ist jetzt nicht unbedingt das Spiel, wo man sagt, ach Mensch, da hätte ich mir doch noch ein bisschen Artwork oder so gewünscht, keine Ahnung. Wo mal, wer weiß, hinterher ist die Ring Fit Lady dann wieder bei Smash und dann wollen sie doch wieder alle ein Cover da drin haben. Naja, hier ist die Cartridge. Einfaches, simples Spiel, finde ich sehr genial. Ist also wirklich ein Spiel, was ihr häufig rein-raus macht in der Konsole. Also von daher ist das ganz hübsch. Da liegt's. Wir machen das Papp-Inlay raus. Da ist auch tatsächlich nichts mehr drin, nichts mehr dran. Da haben wir schon. Ich mache mal das Langweilige zuerst. Haha, nämlich die Beinbinde. Ich nenne es jetzt einfach mal Beinbinde. Die sieht so aus. Das ist relativ unspektakulär. Hier kommt der Joy-Con rein. Ich kann euch direkt sagen, das ist echt eng, ne? Das ist echt richtig tight. Wenn ihr da den Joy-Con drin habt, dann ist der auch wirklich drin. Also das hier, das ist... Ich habe echt Angst gehabt, dass wenn man das so um sein Bein macht und sich damit bewegt, dass es rausfällt, aber keine Chance. Das ist so straff und eng, das passt, kein Thema. So, das Ganze ist aus echt angenehmem Material. Ich tippe mal, dass es irgendwie... Irgendwas mit Nylon oder sowas. Ist auch richtig stretchy, aber gibt auch sofort nach. Also ist jetzt nicht wie ein Gummiband, sondern ihr merkt da echt ordentlich Qualität dahinter. Klettverschluss, klar. Und dann verstellbar. Und ich sag mal, am höchsten verstellbar ist das wahrscheinlich echt, weil das ist hier alles klett, so wie ich das sehe. Also ihr könntet theoretisch so ein Bein haben. Und das wäre trotzdem kein Thema. Also ich glaube, das sollte für die meisten wirklich passen. Und für die, wo es nicht passt, die sollten nicht mit Ring Fit Adventure anfangen, glaube ich. Also sehr hübsch, sehr hübsches Teil. Unspektakulär natürlich, klar, ist jetzt nur eine Beinbinde. Aber trotzdem ordentlich hübsch verarbeitet. Sogar hier nochmal Nintendo Switch drauf abgebildet. Das heißt, man kann sich damit sehen lassen. So, das ist sehr hübsch, aber dafür sind wir natürlich nicht hier. Wir sind dafür hier. Oh, guck mal, finde ich auch ganz geil, habe ich gar nicht gesehen. Hier steht... Du hast nur einen Körper, sei gut zu ihm. You only get one body, take care of it. Voll cool.
Also das ganze Ding nimmt sich auch tatsächlich sehr ernst. Das ist kein Gimmick oder sonst irgendwas, sondern es ist wirklich entwickelt worden mit Fitnesscoaches und. Die nehmen sich also tatsächlich sehr ernst. Und von dem, was ich gesehen habe zu dem Spiel bis jetzt, an Reviews und sonst irgendwas, ist das total berechtigt. Also wir reden hier nicht über eine kleine Spielerei, sondern das ist ein ernstzunehmendes Workout. Das Teil macht auch Stretching vorher mit euch, gibt euch Alternativen, zeigt euch an, wann es vielleicht zu viel ist, wann ihr ungenau werdet und. Da muss also eine ganze Menge Gedankengang dahinter gestanden haben. Da ist er. Ich hoffe, ich kriege ihn komplett in die Kamera. Der Ring zu Ring Fit Adventure. Auch hier, was ich wieder cool finde, unspektakulär gehalten. Also wirklich in Schwarz-Grau, nicht in irgendwelchen bunten, knalligen Farben, wie Rot-Blau, Switch-Farben oder sonst irgendwas. Finde ich sehr cool. Man sieht hier tatsächlich auch sofort, dass es der Plus-Joy-Con ist, der hier drankommt. Diese Verbindung hier sieht ähnlich aus wie auf der Switch oder auf den hier auf den Straps. Finde ich sehr cool. Die Griffe hier, die sind echt hart Gummischaum und das hier fühlt sich an wie ein wie Plastik, ist es aber wahrscheinlich nicht, denn der Haupt, die Hauptdinge, die ihr mit diesem Teil tut, ist das zusammenzudrücken. Boah, und da braucht ihr auch tatsächlich einiges an Kraft. Boah, ja, doch. Und auseinanderzuziehen. Und ich sage euch ganz ehrlich, so wie ich es jetzt gemacht habe, ich habe keine Angst, da irgendwas auch nur im Ansatz kaputt zu machen. Das ist, das gibt ordentlich nach. Das ist ein schöner, starker Kunststoff. Echt, echt cool. Und wie gesagt, hier kommt dann ein Joy-Con rein, der eure Bewegungen misst. Also egal, wo ihr es hinbewegt, vorne, unten, rechts, links oder eben ob ihr es so macht oder zusammendrückt und dann nach einer Zeit wieder auseinander geht oder. Damit macht ihr also viele eurer Bewegungen und der Strap bemerkt dann, ob ihr euch bewegt, ob ihr runter geht, hoch geht. Ist richtig, richtig cool. Eine echt geniale Idee, die auch wirklich so in dieser Form und für diesen Preis nur mit der Switch zu haben ist. Echt, echt cool. Die Griffe gefallen mir echt gut. Die geben so ein bisschen nach, als hätten die so ein bisschen harten Schaumstoff hier drin. Echt cool. Ich weiß, es kommt jetzt so ein bisschen wie ein alternatives Shaka-Video rüber, aber ganz im Ernst, ich freue mich auch echt auf das Game. Ich freue mich, dieses Produkt zu haben, weil es ist ein außergewöhnliches Produkt, so in der Form nirgendwo auf den Markt zu bekommen. Ja, ich danke euch auf jeden Fall mal wieder sehr fürs Einschalten. Wünsche euch noch viel Spaß beim Zocken oder Trainieren oder auch beidem, denn wir können ja tatsächlich beides tun. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal, euer Why the Tie.